Wieder. Hä? Ja, mach mal. Ich nicht. Du kannst das. Du hast schon Erfahrung damit. Aber warte, gleich, wenn ich hier runterfalle. Ja, okay. Wenn ich ausrutsche. So einsteigen. Schön, dass er ein bisschen weniger Pegel hat. Ja, so cool. Ja, guten Morgen, sag ich mal, ne? Ja, heute bin ich nicht alleine. Ich habe hier den Jan. Servus. Servus. Den Klaus, alias Biber Klaus. Ne? Und wir wollen heute fahren. Jan, sag mal, wo sind wir? Wir sind auf dem Silvensteinsee und fahren jetzt in die berühmte Weichenklamm. Genau, in der Weichenklamm sind wir dann. Ja, ja, und Wetter natürlich heute nicht so ganz so schön. Hat schon geregnet. Ja, müssen wir durchhalten, ne? Was soll man machen? Kommt Wasser von unten, von oben, was soll's, ne? Wir machen das. Aber so im Laufe des Tages besser werden. Soll besser werden. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann wollen wir mal starten. Mein Bruder ist heute nicht dabei, der Jürgen. Ich sag mal, Jürgen, hi. Aber ich habe da mal was vorbereitet. Ist ja immer dein Spruch. Und diesmal mache ich das mal so. Einmal Klaus hier. Oh. Einmal hier der Jan. Und dann machen wir mal auf. Und dann stoßen wir mal an. Ne? Auf unsere Tour heute. Wer hat schon auf hier? Ja, er hat schon auf. Prost. Das bin ich ganz schnell. Klaus, zum Wohl. Jan, Prost. Ja. Ein schönes Gösser. Genehmigen wir uns einfach mal. Wir haben ja auch schon 9 Uhr morgens. 9 Uhr? Machen, ne? Oh ja, da müssen wir. Also hier in Bayern, Weißwurstfrühstück immer so was. Ja, genau. Prost alle. Ich muss auch die Weißwurst vergessen. Ja, gut. Dann sehen wir uns nachher. Bis gleich. Also da mit deinem Schild, mach doch mal gerade Klaus hier. Hm? Ein bisschen Werbung machen hier. YouTube, Klaus Wojcik. Alias Biber Klaus 1. Warte, das steht hinten, glaube ich, dran, ne? Ja. Da fahren wir rüber hier irgendwo bei dir. Wo ist er? Ah, da. Und der Name, der ist Programm bei denen. Auf jeden Fall beim Klaus. Ein bisschen Platz machen, die anderen wollen auch noch dahin. Der Jan fährt da schon. Was ist mit Klaus? Klaus gleich auch dahin? Eine kalte Dusche? Das ist aber was für den Biber. Nix? Da, Wasserscheuer-Biber, du. Ja, alles gut. Dann fahren wir mal weg. Ich bekomme dazu vor, als ob hier nicht Wasser ist. Dann werden wir wohl nicht ganz so weit reinkommen. Bin mal gespannt. Die Sonne ist da. Passend. Richtig passend. Ach ja. Mega Aussicht einfach nur. Mega, mega.
Wunderschön. Wir stecken fest, der Jan und ich. Klaus, komm, was dazu geht. Ja, Klaus, komm. Hängen wir alle drei fest. Katastrophe. Okay, ich hab mich befreit. Ich hab mich befreit. Ja, Jan, ich glaube rückwärts. Oder können wir das hinten abmachen, einmal schnell? Ja, ja, ich fahre noch mal vor. Ja. Ich fahre schnell drüber. Herrlich hier. Einfach nur geil hier. Ich bin riesig fasziniert. Wahnsinn. Also wer noch nicht hier war, der sollte mal hier hinkommen. Top hier. Dann mal nach vorne. Geil. Das Wasser hier kommt. Hier so schön tropft hier. Ja, der Klaus hat seinen Anker geworfen. So, da kann man erkennen hier, immer da rein. Mann, der Klaus, schön Anker geworfen. Besser kann es nicht gehen. Kannst du mal einen Anker einholen, wenn du willst? Ja, mach mal. Ja, so. Ja, drück die Beine drin. Wenn du irgendeinen anbeißt, dann gehe ich unter. Ja, ist klar. Ja, Leute, was sagt er dazu? Das ist doch hammergeil, oder? Hä?
Für mich ist auch das erste Mal in der Weichen, klar. Ja. Genial. Erste Mal, sagst du, ne? Ja, für mich ja sowieso auch. Aber Klaus, zweite Mal, ne? Ja, zweite Mal. Ja, zweite Mal, ne? Ah, ist schon geil hier. Also, auf jeden Fall lohnt sich das. Also, Leute, hier hinkommen, früh da sein, damit nicht so viel los ist. Aber wir haben ja gar keinen. Ja, oder schlecht Wetter, wie wir halt, ne? An dem Tag dann. Also, drehen hier. Da kommt die Sonne raus. Ja, sieht ja direkt anders aus. Voll geil. Ja.